Ey, Freunde, Raketenstart. Wie schnell bin ich denn jetzt hier unterwegs? Nein, und jetzt werde ich ausgebremst. Ach, Mensch, Leute. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei den Scooter-Aiden in Berlin, in Schöneberg, um genau zu sein. Und jeder, der mein letztes Video gesehen hat, wo ich dieses Lastenfahrrad mit diesem Bierkasten getestet habe, beziehungsweise Tobias, heute ist die Firma Scully bei uns und ihr werdet es nicht fassen, die haben ihr eigenes Bier mitgebracht. Moin, moin! Moin, moin! Du, gib mal deine Ghetto-Faust hier. Hi, grüß dich. Na? Was hast du denn da mitgebracht? Wir haben hier ein bisschen Scully-Bier von unseren Freunden Lille aus Kiel mitgebracht. Das haben die extra für uns gemacht. Kriegen auch nur besondere Leute, sag mal. Ja, seid ihr im Kreise drin. Ja, das ist ja richtig geil. Also vor allem, du bist ja nicht wegen dem Bier hier. Du bist eigentlich hier, weil ihr ein Scully Premium am Start habt. Richtig, genau. Den ihr letztes Jahr gelauncht habt. Jeder, der Scully nicht kennt, guckt mal bitte Höhle der Löwen. Es gibt ja auch den Scully Slim V3. Ja. Das ist quasi euer kleiner Ableger. Genau. Für ein Appel und ein Ei, das war übrigens ein Reim. Richtig gutes Geld und es gibt auch ein Scully Premium und du hast zwei Stück mitgebracht. Ja. Und die stellst du heute mal vor. Das mache ich. Warte, ich muss die Maske wieder aufmachen. Jetzt zeig doch mal noch mal dein Bierchen bitte. Mann, mega, Freunde, mega. Ja, los geht's, ne? Sag mal, wie lange arbeitest du schon bei Scully? Du, ich bin im dritten Jahr jetzt bei Scully, im vierten Jahr, ich lüche. Yeah. Ja, 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 geil. Und zufrieden? Ich bin zufrieden. Was soll ich anders sagen jetzt, ne? Oder? Ja, meine ich doch. Sag mal, mein Lieber, der Scully Premium ist ja ganz schön klein. Das ist ja Handtaschenformat. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Das ist Handtaschen- oder Bierkastenformat, wie wir sagen. Ne? 5 Handgriffe, dann ist er im kleinsten Fallzustand von fahrbereit hier bis hin zum Kofferraumformat. Ganz einfach. Und was wiegt das Ganze? Der wiegt knapp unter 30 Kilo, 28 Kilo mit Akku, Sattel. Und was kostet der Schinken? Ab 3.900 Euro kannst du ihn hochkonfigurieren bis 5,5 ungefähr. Das ist aber eine ganze Menge Holz, ne? Das ist eine ganze Menge Holz, aber er kann auch eine ganze Menge. Und was ist das USP? Ich habe gehört, der kommt aus Deutschland. Der kommt aus Deutschland, okay. Der wird bei uns in Kiel gebaut, ne? An Kiel, Manufakturarbeit. Ja. Jo. Das ist der Unterschied. Ja, geil. Gucken wir uns auch gleich mal den Grün an, würde ich sagen. Mhm. Hast du gut gemacht. Jo. Ja, hast du wirklich gut gemacht. Ich feiere das gerade ganz hart. Würde ich dir fast eine Ghetto-Faust für geben. Ist das so? Na, eine kleine Profis kriegst du von mir. Mit der kaputten Schulter. Scheiße. Ja, mega. Also, wenn ich über Schinken spreche, dann spreche ich auch mal gerne über mich. Also, ich wiege 105. Was wiegst du denn? Das habe ich auch auf dem linken Bein. Ach so, aber auf dem linken Bein? Genau. Ich bin knapp drüber tatsächlich. Hält er aber, ne? Also 125 Kilo Zuladung hat sich erhöht im Vergleich zum alten. Ne? Ehrlich? Ja, 125 Kilo kannst du laut Papieren zuladen. Es geht auch ein bisschen mehr. Es geht auch ein bisschen mehr. Es geht auch ein bisschen mehr. Wer kauft denn sowas? Wer sind denn eure Kunden eigentlich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Erzähl mal und ich fülle mal so ein bisschen Scully hier ab. Also es sind nach wie vor Leute aus dem Freizeit, aus dem Campingbereich. Ne? Ich sag mal, du kannst ihn klein falten, er kriegt in jedes Auto, hat er seinen Platz. Es sind aber auch viele Leute, die dazugekommen sind aus dem Bereich der Mobilitätseinschränkungen. Das heißt der Reha-Markt. Wir haben da drüben, kann ich dir gleich nochmal zeigen, wir haben ein Krankenfahrstuhlmodell, was sich nicht unterscheidet von dem hier, allerdings 14 Uhr 15 km/h, hat einen Sattel mit Rückenlehne und Markierungstafel und darf sich damit überall bewegen. Deswegen, der Markt ist recht groß und damit helfen wir vielen Leuten. Darum geht's mir. Deswegen machen wir das Ganze hier nämlich. Jo. Zum einen, weil ich Scully schon 7 Jahre kenne. Ich habe meinen Laden eröffnet und da sind die Jungs in den Laden gekommen und das haben mir den ersten Scully hingestellt. Und deswegen machen wir auch ein bisschen Support. Finde ich auch wichtig, dass man deutsche Unternehmen auch ein bisschen fördert. Und du zeigst mir jetzt mal die USPs von diesem Fahrzeug. Dafür komme ich jetzt auf die andere Seite. So machen wir's. Alright. Erzähl weiter. Ich lasse ihn einfach mal reden. Pass auf. 2 kW Motorleistung ist unser eigener Motor, eigener Antriebsstrang, den wir hier in der zweiten Generation verbaut haben. Heb mal an das Ding hier. Bis zu 70 km Reichweite. Einmal Runde. So. So, warte, noch ein bisschen. Noch ein bisschen vor. So, pass auf jetzt hier. So. Jetzt hier nicht so viel quatschen, Kopf in den Nacken. Jetzt will ich mal sehen, was der Motor kann. Also fangen wir jetzt gleich mal mit dem Motor an. Genau, soll ich ihn direkt auf Power schalten? Ja, klar. Wird nämlich angeschaltet mit diesem RFID-Chip. Ja. Dann sagt er erstmal Moin. Moin. Vorsicht, starke Bremsen. Ja, bissige Motor, Bremsen, das ist ja geil. Ja, ja. Und dann sehen wir eine einfache Ansicht. Die kann man auch wechseln auf eine Profi-Ansicht. Ja, okay, mach Power, ich will sehen, was der Motor kann. Pass auf, Power mache ich ihn dir zurück. Cruise-Modus, er hat 4 Modi. Slow, Eco,
Cruise on Power. Ja. Und da ist er schon satt jetzt. Ne? Pass auf. So, pass auf. Ich habe jetzt auch noch was. Wir haben letztens das Metz E-Bike getestet. Mhm. Jetzt werdet ihr richtig abkacken. Die haben nicht nur einen Power-Modus, die haben danach einen Ultra-Modus. Was sagst du zum Ultra-Modus? Das ist immer die Frage, was er kann, ne? Der Ultra-Modus. Ja, was kann er, ja. Was kann der Power-Modus? Also komm, wir gehen mal runter zum Motor und dann jacken wir mal richtig rein hier. Jetzt ist er auf Power. 2 kW Motor. Ich gebe mal Vollgas jetzt gerade. Also da steht er jetzt laut Tacho, stand er bei 48. Wenn ich drauf gesessen hätte, 45 Maximum. Mehr darf er nicht, ne? Alles klar. Das gucke ich mir oben auf dem Tacho nochmal an. Jo. Vollgas. Ey, der rennt ja. Das ist ja ein Tesla in klein. Mega. Und sag mal, die vorherige Version, ich kann mich erinnern, 1500 Watt, ne? 1500 Watt haben wir hier mehr Leistung, 2 kW, also 2000 Watt auf dem Motor. Ne? Da ist einiges passiert. Eigener Antriebsstrang jetzt. Okay, Druck ist wichtig, aber was sind jetzt die Special Features? Die gucken wir uns jetzt mal an. Gucken wir uns an. Nein, nein. Ach so, ich soll nichts sagen. Du sollst nichts sagen. Okay, pass auf. Ja, fangen wir doch mal gleich an hier. Freunde, was ist das für ein Fahrwerk? Ja, das lädt ja zum Carven ein eigentlich, oder? Das lädt zum Carven ein. Das ist also Kurve-Neigetechnik, das ist ein dynamisches Fahren, Fahrzeug ist nicht starr, ne? Es hat eine Pendelachse vorne. Das ist auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal vom Scuddy. Die Sicherheit der 3 Räder, 2 Räder vorne. Ja. Du kannst im Sitzen fahren oder hinten dynamisch wie beim Carving-Skifahren auch im Stand fahren. Ja, ne? Mega. Also man kann im Sitzen und im Stehen fahren. Ganz wichtig ist der Akku. Den kann man rausnehmen. Genau. Und was haben wir da jetzt drin verbaut? Da haben wir knapp über 10 Amperestunden verbaut. Der ist entnehmbar hier mit einem Schlüssel. Der kann am Fahrzeug geladen werden. Der kann rausgenommen werden. Ja, mega. Laden ist auch schneller geworden. 3 Stunden mit dem Standardladegerät. Es gibt optionalen Schnelllader. Ja. Yeah. Und die Reichweite? Die Reichweite bis zu 70 Kilometern. Bei einer 45 km/h Variante, wenn ich draufstehe mit meinem Kampfgewicht, dauerhaft am Gas bin, knapp zwischen 30 und 50. 70 Kilometer? Jo. Bei unserem... Ne? Bei mir vielleicht, also bei dir sind es vielleicht 65. Oh, 65, okay. Na, dann zeig mal weiter. Für welche Körpergröße ist denn der Scuddy Premium geeignet? Zeig mal her hier. Du kannst den Sattel in der Höhe verstellen. Da ist so eine Stoppmarkierung dann da drauf. Die wäre da gewesen. Ja. Das ist schon sehr hoch, sage ich mal. Ne? Ja. Genauso kannst du auch den Lenker in der zweifachen Variante hier 2 Schnellspanner in der Höhe verstellen. Ja. Du bist zwischen 1,40 und 2 Meter. Ich sag mal, da kann eigentlich jeder drauf fahren, jede Körpergröße. Ja, cool. Komm, zeig mir mal den Lenker. Was gibt's denn da Neues? So, am Lenker, wir können jetzt eine Blinkeroption konfigurieren. Das ging bei der ersten Version nicht. Beim V2 hier haben wir vorne und hinten logischerweise eine Blinkeroption. Musste bei Bestellung, bei Kauf mitkonfigurieren. Das ist das eine. Ja, was kostet der Spaß? Der liegt bei 390 Euro oder 300, ich glaube knapp 390 Euro sind es on Aufpreis. Ne? Musst du bei Bestellung auch direkt machen. Kann leider so ohne weiteres nicht mehr nachträglich gemacht werden. Aber es macht für viele Leute Sinn einfach. Ne? Alles klar. Wie wird denn der Scuddy abgebremst? So, wir haben vorne eine hydraulische Scheibenbremse, hinten auch. Wir haben denn dann aber auch noch die Rekuperationsbremse. Das heißt, während des Bremsvorgangs speist Energie zurück in unseren Lithium-Ionen-Akku. Und das tatsächlich bis 80%. Also die ist stärker geworden als bei der V1. Ja, und Gas gebe ich ganz normal über einen Gasregriff, ne? Ja, super. Das hört sich doch gut an. Und jetzt haben wir hier noch euer selbstentwickeltes Display. Was gibt es denn darauf zu sehen? Korrekt, also erstmal ist es viel größer geworden. Es ist ein Farbtouch-Display, gab es beim V1 noch nicht. Es gibt die normale Ansicht, wir haben hier eine Profi-Ansicht. Da sind noch weitere Daten zu sehen. Was interessant ist, ist, dass der Scuddy V2 4 Fahrstufen hat. Slow, Eco, Cruise und Power. Und diese Fahrstufen kann der Nutzer sich selber einstellen in der Endgeschwindigkeit. Das ging vorher auch nicht. Zeig mal her. So, da gehe ich hier in die Einstellung rein. Einmal oben. Dein Name steht übrigens drauf, Moin Marcel. Hey, cool. Da hast du hier mein Scuddy, kannst du auf Fahren gehen und dann hast du hier die Ansichten. Also im Power-Modus würde er jetzt 48, wenn ich nicht drauf sitze. Du kannst ihn hier mit dem Regler, na? Ja, alles gut. Kannst du ihn hier kann man alles einstellen, ne? In dem Fall. Im Slow-Modus, je nachdem, wie schnell du fahren möchtest. Zeig mir hier, ich probiere das auch mal aus. Ja, mega geil. Menüfarbe kann ich auch auswählen. Kannst du auch. Ja, fresh. Sag mal ganz ehrlich. Ihr haut ja mit dem Scuddy ganz schön auf die Kacke, ne? Da steckt schon viel Technik und Know-how drin. Das ist Raketenphysik. Also wenn ich mir überlege, wie der Scuddy in der ersten Variante vor 7 Jahren noch aussah und was ihr jetzt hier auf die Beine gestellt habt, Hut ab. Wisst ihr, was wir machen müssen? Ausprobieren.
Ja, aber das dürft nicht ihr ausprobieren. Das muss so jemand wie ich ausprobieren. Jemand, der gerade eine Frischzellenkur erhalten hat für seine Schulter. Der natürlich vorsichtig und mit Helm unterwegs ist in dem Fall. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich fühle mich wie eine Schlange, weil ich heute bei der Physiotherapie war, aber ich bin nah dran. Und im Sitzen geht das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also 4 Fahrstufen in 4 Minuten, Freunde. Ab geht's mit dem Scully Premium. Jo, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Ich habe nur gefragt, ob ich dir nicht den pinken, das passt ein bisschen zu dir, finde ich, ob ich dir den nicht mal aufbauen soll. Das musst du mir erklären. Wieso passt denn das zu dir? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du magst den. Ich finde den irgendwie heiß. Komm, bau auf das Ding. Ab geht's. Ey, Freunde, pinker Scuddy und ein Crosshelm. Das passt zusammen wie Arsch auf Eimer. Das ist wie Deckel und Topf zusammen, ne? So, kriege ich mal jetzt hier eine ganz kurze Hardcore-Einweisung in das Teil. Ganz kurze Hardcore-Einweisung, genau. Du hast mich jetzt so schön eingewiesen. Ja komm, sieht aus wie das letzte Einhorn. Wunderbar. Immer raus hier. Ja, pink, Hörnchen vorne dran. Fehlt nur noch irgendwie so ein bisschen Plüsch, ne? Ja, genau. So, Schatz, wenn du das siehst, ja. Die haben mich dazu gezwungen. Die haben ein Sixpack Bier mitgebracht. Was soll ich machen, ja? Ich kann nicht anders. Das ist meine Essenz hier. Also erstmal schön, gut zu wissen, ich bin jetzt 1,90 Meter, 105 Kilo, schöner breiter Sattel, der ist aber glaube ich extra, ne? Kostet ein bisschen mehr, ist ein bisschen komfortabler. Sitzhöhe kann man sich individuell einstellen, Lenkerbreite angenehm, so dass ich noch gut rankomme und mir nicht die Schulter wehtut. Ich komme auch gut an die Bremse, gut an die Rekuperation, ich muss mir hier nur noch den Spiegel einstellen. Freunde, wir fangen mal an im Slow-Modus. Ja, dann gehe ich aber da lang. Das ist mir hier alles noch zu gefährlich. Ah ja, wiegt ja auch nichts, ne? 28 Kilo mit Sattel ist ja nix, ne? Das ist im Bereich E-Bike ja. Gefaltet, wesentlich praktischer, ne? Finde ich ein Hammer. Ich finde auch die Farbe total schön. Also Gundula fährt da voll drauf ab. Ja, guck mal, wie sie lacht. Oh! Na, endlich mal eine Farbe und nicht schwarz, blau, ja. Also Füße haben Platz. Ich kann einmal die Füße nach hinten packen. Ich kann sie einmal auf den Akku packen. Das ist kein Problem. Lenkung ist angenehm und auch hier quasi dieses Carving-Gefühl aufgrund der Achse, die man hier verbaut hat, gewöhnungsbedürftig. Aber jemand, der sich sowas kauft, ist vielleicht auch mal sportlich unterwegs. Und dann macht es natürlich auch Spaß, im Stehen zu fahren. Wir legen los. 4 Fahrstufen in 4 Minuten. Und mit Slow beginnen wir. Ach, das ist ja langweilig. Aber schön. Naja, was heißt schön? Schön langweilig einfach nur. Freunde, also Anfahrkurve ist erstmal ganz angenehm. Wir fahren jetzt hier nicht schneller als 5 oder 6 km/h. Also verlangt jetzt bitte nicht von mir, dass ich jetzt hier eine Minute lang 6 km/h rumdödel. Ja, super Modus. Denkt bitte daran, das ist ein Kraftfahrzeug. Offiziell dürft ihr damit natürlich nicht, ganz wichtig, nicht auf dem Gehweg fahren. Das, was ich jetzt hier mache, ist eigentlich nicht erlaubt, aber ich mache es trotzdem, um meine Schulter nicht so zu belasten jetzt hier an der Stelle. So, also Slow-Modus, erste Stufe. Man kann sich das Ganze noch ein bisschen einstellen und individualisieren. Es wirkt an sich erstmal ein bisschen wackelig, aber das hängt auch mit der Geschwindigkeit zusammen. Desto höher die Geschwindigkeit, desto mehr Stabilität wirst du hier auch erreichen. Du kämpfst also erstmal mit deinem Gleichgewichtssinn. Das ist interessant. Vom Slow-Modus gehen wir jetzt mal in den Eco-Modus. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, okay, also Anfahrdrehmoment ist hier natürlich schon deutlich erhöht. Jetzt merkst du auch diesen 2000 Watt Motor. Wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche. Bequem finde ich jetzt hier an der Stelle den Sattel. Ein bisschen ungewöhnlich ist es, wenn man die Beine so nach hinten packt. Ich packe sie jetzt lieber hier vorne hin. Also das vermittelt mir ein bisschen mehr Sicherheit. Wir haben hier auch so ein Grip-Tape auf dem Akku drauf. Und somit ist das schon mal gleich viel, viel angenehmer. Ihr müsst euch trotzdem daran gewöhnen. Ich darf jetzt fahren übrigens. Ey, hier ist rechts vor links, siehst du? 360 Grad Kamera, mein Freund. Ich nehme das hier alles auf, ja? Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, an die Sitzposition, an die Lenkerbreite und natürlich, dass es auch ein bisschen instabiler am Anfang ist, weil ihr es erstmal lernen müsst, wie das Ganze hier funktioniert mit dieser Pendelachse. Aber er zieht im Eco-Modus schon mal gut durch. Jetzt haben wir ja einen Blinker, den setze ich jetzt hier mal. Wir fahren mal nach rechts. Ja, der ist auch akustisch, also nicht nur optisch, der ist auch akustisch. Hier piept es ganz leicht. Wunderbar, einmal raufdrücken, Thema erledigt. Dann habt ihr auch eine Hupe, die funktioniert auch. Und Eco-Modus haben wir ja gerade schon gesehen. Ich gebe nochmal Vollgas. Um die 25 km/h. Okay. Jo, Leute. Oh, es ist echt ungewöhnlich, damit um die Kurve zu fahren, ja? Ja, die nächste Fahrstufe ist jetzt hier an der Stelle der Cruise-Modus. Tempomat suche ich jetzt hier vergebens. Und wir nutzen jetzt statt der normalen Bremse eher mal gleich ein bisschen die Rekuperation. Oh, aber jetzt zieht der auch ab und das im Cruise-Modus schon. So, ah, Reku ist geil. Ja, mega. Also die Reku reagiert hier wirklich sehr feinfühlig, sehr sensibel. Hier wird also mit jedem Vorgang auch Energie zurückgewonnen. Wir haben ja einen sehr hohen Wirkungsgrad, hat er ja schon erzählt.
Und du kommst hier auch echt straight zum Stehen. Also jetzt tust du auch wirklich was, um auch Energie zurückzugewinnen. Und Höchstgeschwindigkeit, mein lieber Scholli, ey. Sind wir jetzt hier fix? Gleich sind wir fix auf 40 km/h. Muss hier ein bisschen aufpassen, rechts vor links. Nutze jetzt alle drei Bremsen. Aber es vermittelt schon ein sehr sicheres Gefühl. Und ich sagte ja, desto schneller du bist. Ich muss mal aufbremsen. Desto schneller du bist, desto stabiler wird das Ganze. Wieder den Blinker gesetzt. So, genau. Wir warten ab, ob da noch was kommt. Also der Cruise-Modus für die Stadt natürlich klasse. 45 km/h. Und als nächstes und letztes probieren wir natürlich auch noch den Power-Modus aus. So. Ich habe alles eingestellt, ja? Damit ich jetzt hier nicht aufs Maul falle. Schatz, vergib mir. Ey, Freunde, Raketenstart. Wie schnell bin ich denn jetzt hier unterwegs? Nein, und jetzt werde ich ausgebremst. Ach, Mensch, Leute. Oh, der zieht ja durch. Das gibt's ja gar nicht. Na klar, 28 Kilo, 2000 Watt auf dem Hinterrad. Jetzt presst du den Saft hier richtig schön in den Asphalt. 48 Volt. 42 km/h. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen aufpassen, meine Schulter. Aber ihr hört schon, das macht richtig Spaß. Oh Gott, alle drei Bremsen. Alle drei Bremsen gleichzeitig. Jawohl. Oh, mir geht gerade ein bisschen die Pumpe. Ist ja auch ganz normal. Also ich muss sagen, die pinke Zora hier, die geht richtig ab im Power-Modus. Leute, was habt ihr da gebaut? Das ist echt nochmal ein Unterschied zu der ersten Version. Ich gebe nochmal Vollgas. Oh, wenn du das jetzt stehen fährst und dann richtig anfängst zu carven, das ist ja unglaublich. Oh, 48 Sachen, Freunde. Da kannst du mal spielend leicht im Verkehr mitschwimmen. Boah, ich hab Puls. Ich hab Puls. Boah, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich will es nicht übertreiben mit meiner Schulter. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht hinmaul. Ich sehe auch aus wie das letzte pinke Einhorn. Aber ich bin zurück. Ich bin zurück. Was war das gerade? Was war das? Also wirklich ehrliches Feedback kriegst du gleich drinnen von mir. Ich muss es ganz kurz verarbeiten. Boah, ich muss es kurz verarbeiten. Krass. Und vor allem, du brauchst keinen Ständer mehr. Das Ding steht einfach. Ja? Hier, drei Beine, Thema erledigt. Ja? Mega cool. Und anschließen kann man es auch. Anschließen kannst du es auch. Ja, cool. Genau. Das Schloss. Ist optional, halt, dass wir unsere Schlosshalterung mit dabei haben. Ja, ja, geil. Finde ich super. Schloss ist extra, ne? Schloss ist extra, genau. Und Körbe kannst du dir auch noch ranmachen. Kannst du, Klickfix ist okay. Immer mit dabei. Alles, was drauf passt. Alles klar. Also meine Schulter ist noch dran. Ich bin heile geblieben. Es hat echt Spaß gemacht. Beeindruckend, wie ihr dieses Fahrzeug noch optimieren konntet im Vergleich zur ersten Version. Wir reden drüber. Wir reden drüber. Aber. Freunde, wir sind zurück. Wir sind zurück. Ich will mal ganz kurz mein Fazit geben. Jetzt hier zu diesen 5 Minuten. Vielleicht waren es auch 6. Mit dem Scani Premium. Also erstmal ist es meine Farbe, ganz klar. Ja? Es ist wirklich eine Gewöhnungssache, weil wenn du in diesem Eco-Modus unterwegs bist mit 6 km/h, musst du extrem viel ausgleichen. Ja? Es wirkt erstmal ein bisschen wackelig, aber sobald du ein bisschen schneller unterwegs bist, kommt die Stabilität. Ja? Und das macht dann an der Stelle auch wieder Spaß. Ich finde es extrem krass, wie gut das Teil verarbeitet ist. Auch der Komfort jetzt gerade während der Fahrt. Ich hatte ein paar Bodenwellen mit dabei. Gerade bei der kleinen Bereifung war ich da ein bisschen skeptisch. Hat aber Spaß gemacht und ich habe es jetzt auch gar nicht so gespürt, weil wir einen extrem komfortablen Sattel haben. Und das würde ich auch jedem empfehlen, da vielleicht ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Es gibt ja noch dieses andere Sattelmodell. Zeig das mal gerade ganz kurz. Genau. Das ist der? Das ist der Sattel mit Rückenlehne, aber ja. Wie gesagt, hier mit Heckmarkierungstafel, die ist ja. Nur mit Clickfix dran, ist die Variante für den Krankenfahrstuhl. Ne? Okay, müssen wir einfach mal drüber gesprochen haben. Krass verarbeitet, echt nochmal ein Quantensprung zu der vorherigen Version. Du kannst ihn viel besser zusammenklappen. Preis ist natürlich heiß, gar keine Frage. Aber das, was ihr jetzt hier wieder geschafft habt, ist ein ganz individuelles Fahrzeug, was man, ich sag mal, extrem kompakt zusammenfalten kann. Was sehr, sehr viel Power hat. Also gerade im Power-Modus mit 2000 Watt hat das gerade richtig Laune gemacht. Also ich habe so, ja, so, hat mir schon so ein bisschen das Lächeln ins Gesicht geschoben. Ja? Wo ich jetzt ein bisschen meckern muss, aber ganz kurz her. Warum habt ihr nicht mehr Bier mitgebracht? Wir lassen euch noch mal einen zukommen. Ja, nein, geil. Ich glaube, das hält nicht lange bei euch. Geil. Also hat wirklich Laune gemacht. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man diese Pendelachse hat. Ja? Die Stabilität muss vorhanden sein. Man braucht einen guten Gleichgewichtssinn. Das ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, ja? Für diesen Scuddy Premium. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil ihr habt das Video jetzt gesehen, wie ich gefahren bin. Mega nice. So. Was bleibt dann jetzt noch übrig am Ende? Gibt es noch irgendwas zu sagen, was wichtig wäre?
Ja, ich würde mal sagen, viel Spaß. Schaut euch um bei den Scooterhelden. Schaut euch um bei uns auf der Seite und Prost, ne? Das Bier. Lasst euch das schmecken. Wie heißt denn eure Webseite? Die Webseite heißt www.scuddy.de. Ne? Mit Konfigurator, allen Fahrzeugen drauf und. Und liebe Grüße an Tim und Jörn natürlich. Genau. Ganz wichtig, schön, dass ich mal wieder vorbeigeschaut habe. Hat mich gefreut, die Variante 2 jetzt mal ausprobieren zu dürfen. Oder Version 2 ist das ja tatsächlich. Genau, seit Mitte letzten Jahres haben wir den. Seit Mitte letzten Jahres. Und jeder, der da Bock drauf hat, guckt einfach nochmal auf die Webseite von Scuddy. Und das war es erstmal von uns heute. Und ich werde zum Feierabend auf jeden Fall noch ein Bierchen einläuten. Muss ja auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. Was sagst du? Du sollst sein, genau. Prost. Du sollst sein. Warte mal, wir haben ja noch jemanden. Wie war dein Name? Svea. Prost, ne? Ja, Prost. Okay. Scuddy ist einfach cool, ne? Weiter geht's. Klicken, liken, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dass ihr mir echt auf den pinken Roller gesetzt habt. Frech muss mal sein. Das geht.